Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinis Nachtgedanken an diesem 27. Juni 2024. Wieder ist es Abend geworden und wir wollen in Gedanken zur Nachtlese Ruhe finden und einen gesegneten Schlaf. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Diese Nachtlese ist aus der Apostelgeschichte genommen, aus dem 20. Kapitel. Und hier steht Paulus, bevor er das Schiff betritt und die Reise nach Rom antritt, eindrucksvoll in einer Abschiedspredigt zu seinen Menschen. Er erzählt, was er getan hat und er erzählt, aus welchen Beweggründen er es gemacht hat, aber eines legt er bei dieser Abschiedsrede den Menschen ganz nah ans Herz, nämlich seid wachsam. Er möchte schon damals darauf hinweisen, wie wichtig es ist, immer wieder auch wachsam zu sein, sich nach Gottes Wort auszurichten, es immer wieder auch zu lesen und die Zeichen der Zeit zu erkennen. Denn wir wissen ja auch, dass Paulus in seinen Predigten darauf hingewiesen hat, dass wir bereit sein sollen und müssen, wenn Christus wiederkommt. In diesem großen Wissen ist dann Paulus auch nach Rom gereist und er schneidet es hier schon an in seiner Rede, dass sie sein Gesicht nicht wiedersehen werden. Ein großes Weinen bricht aus, eine Abschiedsszene, die uns ans Herz geht. Und wir wissen, wir mögen Abschiedsszenen ja weniger. Und es gibt immer wieder auch Menschen, die ahnen es und sagen es manchmal, es war ein letztes Mal, dass wir uns sehen. Und dann spüren wir, dass da ein ganz besonderer Hauch in diesem Abschied liegt. Ja, Paulus ahnt es, dass er nicht mehr zurückkommt. Paulus ahnt, dass er sein Leben dann in Rom lassen muss und er macht aber trotzdem seinen Mitstreitern, die ihm gefolgt sind und die sich dann nach Jesus Christus ausgerichtet haben, die Mitteilung, wachsam zu sein. Und heute sehen wir, wie lange die Menschen auch schon gewacht haben und wachsam gewesen sind und diesen Glauben nicht weggeworfen haben. Er hat sich glücklicherweise über Generationen hinweg, durch Jahrhunderte, über Kriege hinweg gehalten. Und es gibt heute wieder eine ganz große Schar von Menschen, die immer noch daran festhalten und wissen, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Und ich denke, es ist heute dringender denn je, dass wir wachsam sind und mit der Wiederkunft Christi rechnen, dass wir uns nämlich in einer solchen Zeit, wo wir gerade versucht werden, richtig entscheiden. Und das haben wir ja auch gesehen bei Jesus Christus selbst, der in der Wüste versucht worden ist und dem Teufel nicht verfallen ist, wie wichtig es ist, gerade in solchen schweren Zeiten wie heute den richtigen Weg zu gehen. Wachsam zu sein heißt auch zusammenzustehen, einander einzustehen, füreinander einzustehen, füreinander zu beten, füreinander zu streiten und füreinander auch zu bitten. Das alles gehört zu dieser Wachsamkeit und Paulus verfasst es als ein Art Testament und das ist eine riesengroße gestaltete Rede in der Apostelgeschichte, die uns deutlich werden lässt, wie wichtig es ist, dass wir Christen nicht einzeln unsere Wege gehen, sondern dass wir als große Community zusammenstehen, weil wir mit den großen Gefahren dieser Welt es nicht schaffen würden, diesen Glauben zu behalten, wenn wir nicht einander stützen, trösten und füreinander da sind. Eine ganz wichtige Aufgabe. Und ich wünsche allen, die auf der Suche sind nach einer christlichen Gemeinschaft, dass sie Anschluss finden. Ich weiß, wie schwer es in der heutigen Zeit ist, in einer Kirchgemeinde oder woanders eine wirkliche tragende Gemeinschaft des Glaubens aufzuspüren. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass es ja im Internet, auf YouTube, viele Kanäle gibt, die deutlich machen, da gibt es Christen, die ganz genau Bescheid wissen, die in dieser Zeit richtig unterwegs sind, die die Wachsamkeit nicht nur predigen, sondern leben. Und dann bitte ich einfach, sich an diese Kanäle zu wenden und dann zu sehen, dass man doch einander, auch wenn nicht im direkten Kontakt hier und dort, per Mail oder auch per Telefon sich aufrichten kann, trösten kann. Und vielleicht haben wir auch eine ganz große Aufgabe und das sehe ich sehr wohl, dass wir in dem Ort, wo wir sind, versuchen, diejenigen aufzuspüren, die wach sind, die an diesem Glauben festhalten und die sich dann
vielleicht bewegen zu lassen, zu einem kleinen Kreis zusammenzukommen, um auf Gottes Wort zu hören. Möge Gott mit seinem Geist dieses wirken. Ich entdecke, dass es immer mehr Kreise gibt und im Entstehen sind, die füreinander und miteinander unterwegs sind. Ja, es ist eine Zeit, die ist nicht einfach, wenn die offizielle Organisation so versagt hat. Aber Gott lässt seine Glaubenden, seine Gläubigen auf keinen Fall allein, sondern er hilft, tröstet, steht bei und führt heraus. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Schlaf, träumen Sie was Schönes und ich hoffe, dass Sie bald erhört werden, wenn Sie auf der Suche sind oder dass Sie in diesem Kreis, in dem Sie sind, sich wohlfühlen und gemeinsame Stärkung von Gottes Wort erfahren. Schlafen Sie gut, eine gute Nacht wünscht Ihnen Ihr Raini aus den Nachtgedanken. Musik.